Jetzt kassieren die Kommunen ihr Grundsteuerversprechen. So titelt zumindest die Welt. Und diese Überschrift hat mich natürlich neugierig gemacht, denn ich war von Anfang an, wo diese Grundsteuererneuerung im Gespräch war, davon überzeugt, dass es für Vermieter, aber auch für die Mieter verdammt teuer zu stehen kommt. So, jetzt ist das leider ein Bild-Plus-Artikel. Wir können hier nur dieses kleine Vorwort lesen. Die Reform der Grundsteuer 2025 sollte aufkommensneutral erfolgen. Ja, das haben sie uns versprochen. Dazu müssten die deutlich erhöhten Wertbescheide über die Hebesätze abgefedert werden. Doch die Kommunen rücken von dem Versprechen ab. Viele befürchten ein böses Erwachen im Jahr 2025. Angesichts der schlechten finanziellen Lage vieler Kommunen, die allerdings vor Jahren auch schon absehbar war, ist diese Entwicklung ja jetzt eigentlich logisch nachvollziehbar. Ja, da ich der Welt natürlich kein Geld in den Rachen schmeißen möchte und ich es auch keinem von euch empfehlen kann, hier der Welt dafür Geld zu geben, generell diesen Mainstream-Medien sollten wir alle kein Geld in den Rachen schmeißen. Deswegen, falls ihr Abos habt oder hier solche Plus-Angebote wahrnehmt, lasst die auslaufen oder kündigt sie und schließt keine neuen ab. Ich habe dann einfach Google bemüht und bin hier bei haus.de auf einen Artikel gestoßen, und zwar Grundsteuer 2022, Belastung für Eigentümer. Ja, wer hätte das gedacht? Aus dem Artikel werden wir jetzt mal rausarbeiten, wie überhaupt diese Grundsteuer und Hebesätze und alles so zusammenhängen und wie die Entwicklung der letzten Jahre so war, um dann einen Zukunftsausblick auf das, was uns wahrscheinlich dann 2025 erwarten wird, zu werfen. Die verweisen nämlich hier auf eine aktuelle Studie, die den drastischen Anstieg bei der Grundsteuer in den deutschen Kommunen offenlegt. Hier heißt es nämlich, für viele Immobilieneigentümer brachte das Jahr 2022 unangenehme finanzielle Überraschungen, insbesondere in Bezug auf die Grundsteuer. Laut einer Studie der renommierten Beratungsgesellschaft Ernst & Young haben zahlreiche deutschen Kommunen im vergangenen Jahr ihre Grundsteuern angehoben. Dies markiert den stärksten Anstieg seit 2016 und wirft Fragen darüber auf, wie sich die Situation in den kommenden Jahren entwickeln wird. Laut der Studie von Ernst & Young soll in jeder achten Gemeinde in Deutschland die Grundsteuern im Jahr 2022 angehoben worden sein. Dies geht hauptsächlich über die Hebesätze, einem Faktor, der maßgeblich zur Berechnung der Grundsteuererhöhung beiträgt. Besonders stark hat der Anstieg der Hebesätze in Nordrhein-Westfalen, im Saarland und Rheinland-Pfalz zugeschlagen. Im Durchschnitt lag der Grundsteuerhebesatz bundesweit bei 391%, 5 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Dann wollen wir uns nochmal ansehen, was diese Hebesätze denn so für die Grundsteuer zu bedeuten haben. Die Hintergründe dieser Entwicklung liegen tief, meint hier Heinrich Fleischer, der Branchenexperte von Ernst & Young. Es sind viele Gemeinden in finanziellen Schwierigkeiten und sehen sich gezwungen, die Hebesätze zu erhöhen, um ihre Haushalte zu stabilisieren. Diese finanziellen Engpässe resultieren aus gestiegenen Kosten und einem allgemeinen Mangel an finanziellen Mitteln. Von dieser Entwicklung sind die Bürger nun direkt betroffen, da die Kommunen die Kosten durch erhöhte Grundsteuer auf sie umlegen. Ja, ist auch ganz klar, wenn die ganzen Gemeinden immer mehr ausgeben, ausgeben, ausgeben und, sag ich mal, vom Bund nicht unbedingt mehr Mittel bekommen, dann holen die sich die halt da, wo es am einfachsten geht, nämlich bei den Immobilienbesitzern. Die können ja mit ihren Immobilien nicht einfach schnell die Gemeinden verlassen und in günstigere Gemeinden umziehen, sondern sind ja ortsgebunden. Naja, und warum viele Gemeinden Engpässe in ihrer Finanzierung haben, da kann ja jeder mal selber so drüber nachdenken, was die letzten Jahre so passiert ist, um welchen großen Problemen und Herausforderungen unsere Gemeinden da belastet wurden, und dementsprechend muss ja irgendwo Geld herkommen, der den ganzen Spaß so finanziert. Aber weiter im Text. Ein Vergleich über einen Zeitraum von 5 Jahren verdeutlicht diesen Trend noch weiter. In 38% der Gemeinden stiegen die Hebesätze, während sie nur in 2% der Fälle sanken. Wir sehen einen anhaltenden bundesweiten Trend zu immer höheren Grundsteuerhebesätzen, sagt der Experte da, der Fleischer-Experte. Jetzt möchte ich einmal zu dem Weltartikel zurückspringen, denn wir haben ja jetzt gerade gelesen, die Hebesätze sind massiv gestiegen in letzter Zeit, mit der Tendenz, dass die Hebesätze sicherlich weiter steigen werden. Und aus diesem einen kurzen Abschnitt hier in dem
kostenpflichtigen Weltartikel wurde uns ja mitgeteilt, dass dieses Aufkommensneutrale dieser Grundsteuerreform dadurch herbeigeführt werden soll, dass die Hebesätze das Ganze abfedern werden. Doch wenn die Hebesätze jetzt immer angehoben und immer weiter angehoben werden, können die das ja schlecht abfedern. Denn im Zuge dieser Grundsteuerreform müssten die ja eigentlich gesenkt werden, damit das Ganze aufkommensneutral bleibt. Aber wir haben ja gesehen, die Kommunen und Gemeinden sind pleite oder haben erhöhten Finanzbedarf und dementsprechend darf bezweifelt werden, dass diese Hebesätze wirklich gesenkt werden. Schauen wir doch nochmal, wie es weitergeht hier in dem Haus.de-Artikel, denn da wird auch ein Blick in die Zukunft geworfen. Und zwar Grundsteuerreform tritt 2025 in Kraft. Eine wichtige Änderung steht ab dem Jahr 2025 bevor. Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Neuberechnung der Grundsteuer angewiesen, die bisher auf einer veralteten Methode der Kalkulation des Immobilienwerts basiert. Bis Anfang 2023 mussten Immobilieneigentümer eine Grundsteuererklärung abgeben, damit die Grundsteuer gemäß der Reform neu berechnet werden konnte. Das ist natürlich auch so eine absolute Frechheit gewesen, dass eigentlich Daten, die ja bei den Steuerbehörden liegen sollten, dann von den Immobilienbesitzern aufgenommen, recherchiert werden und dann eingereicht werden mussten. Im Endeffekt haben die Immobilienbesitzer dann die Arbeit der Finanzämter gemacht. Eine absolute Sauerei, dass der Staat da die Arbeit billig outgesourced hat sozusagen und die Immobilienbesitzer da so in die Verantwortung genommen hat. Ich bin der Meinung, das hätte der Staat selbst alles erarbeiten sollen. Millionen von Grundstücken und Immobilien in Deutschland wurden dabei neu bewertet. Für einige Immobilienbesitzer kann das bedeuten, dass sie mit Inkrafttreten der neuen Grundsteuersätze ab 1. Januar 2025 noch tiefer in die Tasche greifen müssen, sollten die Hebesätze nicht entsprechend gesenkt werden. Ja, liebe Leute, wann wurde denn mal großartig irgendwas vom Staat gesenkt oder zurückgenommen, wenn es erstmal einmal eingeführt wurde? Erinnern wir doch einfach nur an die Schaumweinsteuer, die der Kaiser damals zur Finanzierung seiner Kriegsmarine eingeführt hat. Die Schiffe liegen mittlerweile alle am Grund des Meeres und verrotten dort so vor sich hin, aber wir dürfen immer noch die Schaumweinsteuer dafür bezahlen. Also, wer jetzt denkt, dass die Hebesätze wieder gesenkt werden und dass 2025 dann wirklich aufkommensneutral diese Grundsteuerreform ablaufen wird. Also ich weiß nicht, wer das noch glaubt, der wartet auch am 24. noch wirklich auf den Weihnachtsmann. Jetzt wird uns nochmal erklärt, dass die Grundsteuer sich aus mehreren Faktoren zusammensetzt, darunter der Einheitswert, die Steuermesszahl und der Hebesatz. Städte und Gemeinden legen den Hebesatz individuell fest und beeinflussen so die Höhe der Steuer maßgeblich. Mit Inkrafttreten der Grundsteuerreform werden die Steuern für einige Immobilieneigentümer vermutlich steigen, was wiederum die Frage aufwerfen wird, wie zukünftige finanzielle Belastungen bewältigt werden können. Es bleibt abzuwarten, wie die Situation sich entwickeln wird und wie Eigentümer und Kommunen gleichermaßen darauf reagieren werden. Ich als ehemaliger Eigentümer einer Immobilie, also wenn ich diese Immobilie noch besitzen würde, würde ich natürlich diese Mehrkosten auf meinen Mieter umlegen. Und ich denke, das werden auch die meisten Immobilienbesitzer machen, weil man besitzt eine Immobilie ja nicht darum, um den Leuten möglichst günstigen Wohnraum zu verschaffen, sondern man besitzt eine Immobilie, um damit eine Rendite zu erzielen. Und dementsprechend, wenn ich dann höhere Kosten für diese Immobilie habe, muss ich die auf die Mieter umlegen. Dementsprechend ist das ein absoluter Irrglaube, wenn die Mieter jetzt hingehen und sagen, naja, das geht mich ja nichts an. Die Kosten muss ja der Vermieter tragen. Ich bin der Meinung, das wird er nicht tun und es wird teurer für uns alle werden. Und für alle Immobilienbesitzer, die sich jetzt denken, naja, aus der Sache möchte ich jetzt einfach rauskommen, ich werde einfach meine Immobilie veräußern, schauen wir uns doch einfach hier diesen Artikel von Finanzmarktwelt.de an. Und zwar wird da getitelt, Immobilienpreise rutschen weiter ab, aktuelle Daten für August. Um das Ganze kurz zu halten, werde ich einfach hier auf diese Grafik gleich springen, die ja hier zeigt, wie die Immobilienpreise in den Jahren angestiegen sind, bis hier zu so einem Höhepunkt Anfang 22, Ende 21. Und ab da geht's bergab. Jetzt sind wir natürlich immer noch im relativ hohen Bereich, aber ich denke, die Tendenz wird weiter fallend sein.
Weil einfach die Zukunftsaussichten für Immobilien in Deutschland meiner Meinung nach eher dunkel aussehen. Und so schreibt ja auch hier Finanzmarktwelt, man sieht, die Pleiten bei Projektentwicklern nehmen zu, die Baugenehmigungen sind deutlich rückläufig, die Stornierungswellen am Bau erreichen einen neuen Rekord. Die EZB hat gerade erst letzte Woche die Zinsen noch einmal erhöht, nun vermeintlich zum letzten Mal. Naja, warten wir es erstmal ab. Und die Zinsen dürften erstmals einige Zeit dort oben hängen bleiben. Erst mit Verzögerung wirken diese hohen Zinsen auf die Realwirtschaft, weshalb die in den letzten Monaten immer weiter erhöhten Zinsen noch weiter negativ auf die Immobilienpreise drücken könnten. Die Bauzinsen für 10 Jahre Sollbindung liegen laut Interhyp aktuell bei 3,98%. Weiterhin darf man von einer Störung am Immobilienmarkt ausgehen, nämlich dass verkaufswillige Eigentümer weiterhin hohe Preise erzielen wollen und dass immer mehr Käufer sich die hohen Zinsen und Finanzierungen nicht leisten können. Weiter auf die Preise drücken natürlich die gesetzlichen Renovierungsvorschriften bei Immobilien, die natürlich in den nächsten Jahren immer stärker wirken dürften, wenn diese Grünlinge da nicht endlich mal gestoppt werden. Und somit ergeben sich gerade bei älteren sanierungsbedürftigen Objekten die Forderungen der Kunden nach größeren Preisabschlägen. Ganz klar, die müssen ja auch viel Geld in die Sanierung von Heizungen und so investieren. Und dementsprechend bleibt der Druck auf den Immobilienmarkt. Somit ist eine Flucht vor der Grundsteuerreform durch Verkauf der Immobilie auch nicht unbedingt möglich, obwohl, wie gesagt, das auch nicht so viel Sinn machen dürfte, da ja auch die Mieter früher oder später durch das Umlegen der Kosten vom Vermieter auf die Mieter dann auch betroffen sein werden. Ja, für den Immobilienmarkt positiv könnte sich natürlich der weitere Zustrom von Migranten erweisen, denn diese ganzen Flüchtlinge werden ja eh nicht abgeschoben und dementsprechend brauchen die früher oder später irgendwann mal was zum Wohnen und dementsprechend ist natürlich eine große Nachfrage nach Wohnraum auf dem Immobilienmarkt vorhanden, was die Preise der Immobilien ja etwas stützen dürfte. So viel zu Grundsteuerreform und Immobilienpreise in Deutschland. Ich hoffe, du konntest dir jetzt ein kleines Bild über die Gesamtlage machen und recherchierst eventuell etwas weiter. Denn das Thema dürfte auch in Zukunft ein heißes Eisen bleiben. Falls sich da was entwickeln sollte, gibt's natürlich ein neues Video. Deswegen abonniert den Kanal und bleibt dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.